Nach ihrem historisch schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl hat sich die CDU auf einen Fahrplan für die Wahl des neuen Parteichefs verständigt. Im Dezember soll dazu erstmals eine Befragung unter den rund 400.000 CDU-Mitgliedern stattfinden. Der Sieger soll dann formell auf einem Parteitag am 21. und 22. Januar in Hannover gewählt werden. Der Bundesvorstand billigte dieses Verfahren einstimmig. Ich denke, das ist ein guter Weg, zu einem Neustart der CDU zu kommen. Am kommenden Samstag soll die Nominierungsphase beginnen, in der sich Kandidaten für Laschets Nachfolge erklären können. Nachdem diese Phase abgeschlossen ist, beginnt am 18. November bis zum 2. Dezember die sogenannte Vorstellungsphase. In dieser Zeit haben alle Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich und ihr Programm vorzustellen. Das Ergebnis soll am 17. Dezember verkündet werden. Eine verbindliche Wahl des Chefs durch die Basis sieht die Parteisatzung nicht vor. Deswegen muss der Sieger der Mitgliederbefragung formell durch die Delegierten des Bundesparteitags ins Amt gewählt werden.